15, love. Fifteen-all. Fifteen-30. Entscheidung des Linienrichters aus. 30 Beine. Game Connors. Nach 1-3 Rückstand gleich Jimmy Connors aus, 3 beide im zweiten Satz. Three games all, third set. Und die Fehlerquote im Moment bei Ivan Lendl recht hoch. Fifteen, love. Ball war aus, 15 beide. First service. Fifteen, 30. Oh!
30 beide. 30 all. Net. First service. Spielball für Connors. 30-40. Deuce. First service. Advantage Lendl. Egal wie dieses Spiel ausgeht, Lendl hat immer mehr Mühe im Moment seine Aufschlagspiele zu gewinnen. Wahrlich kein schlechter Aufschlag von Lendl, aber der Return von Connors, unglaublich, wie der Mann mit diesen Reaktionen nicht nur an die Bälle herankommt, sondern sie auf diese Art zurückschlägt. Das kann natürlich deprimierend sein für einen Aufschläger, wenn man wirklich so gut serviert und dann trotzdem den Ball so zurückbekommt. Ganz wichtige Phase. Drei beide, ein Stand. Advantage Lendl. Deuce.
Dennoch ein fantastischer Ballwechsel von beiden. Advantage Lendl. Und mit dem 17. Ass beendet Ivan Lendl dieses Spiel zur 4:3 Führung. Auch wenn er dieses Spiel gewonnen hat, er macht auf mich im Moment nicht gerade den allerbesten Eindruck. Fantastisch. Lock 15. Beide. Spielball für Lendl. 30-40. Yes. Jetzt das dritte von Connors, aber genau zu diesem Zeitpunkt hat er es natürlich gebraucht. Und wieder Spielball Lendl. Advantage Lendl. Ah.
Deuce. Advantage Connors. Out. Deuce. Advantage Connors. Ja, wie so oft, die Blinde nicht dicht genug am Ball. Vier beide haben ihre Chancen gehabt, in den beiden letzten Spielen jeweils dem Gegner den Aufschlag abzunehmen. Beide haben sie nicht genutzt. So nach wie vor alles offen, 1-1 in den Sätzen, 4-4 im dritten Satz. Das Spiel war sicherlich schon an Höhepunkten reicher als in dieser Phase. Das liegt daran, dass bei beiden die Fehlerquote doch ein bisschen gestiegen ist. Connor spielt nach wie vor mit mehr Risiko, aggressiver versucht zu attackieren, während Blendl mehr oder minder nur reagiert. First service. Fifteen love. Thirty love. Gespielt von Ende. Entscheidend war natürlich wieder einmal diese knallharte, diagonal geschlagene Vorhand. Oh.
Ja, er kann es auch, der Connors mit der Vorhand. Sieht man zwar nicht so häufig wie von Lendl, aber die Aufschläge von Lendl, die zweiten, ein bisschen zu kurz, springen sehr hoch ab und Connors nimmt sie dann auf dem höchsten Punkt, versucht es zumindest und drückt sie ins gegnerische Feld. 40-15. Und spielt. Ja, im Lande. Zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder ein glatt gewonnenes Aufschlagspiel von Ivan Lendl, bei dem vieles nicht mehr so gut klappt wie über weite Strecken, aber eines nach wie vor. Love. 30-0 nach diesem absolut unvorbereiteten Netzangriff von Lendl. Schwer zu nehmen, dieser Halbflugball. Oh, das ist eine vergebene Chance von Lendl für beide. 5 games all, 3rd set. Gewinnen beide ihre nächsten Aufschlagspiele, dann müsste erneut der Tiebreak die Entscheidung bringen. Love 15. Beide ein bisschen leichtfertig vergeben zum Abschluss von Jimmy Connors, der vorher wieder stark gekämpft hat. 15 beide. Das gesehen, der war unglaublich schwer, dieser Ball. Den diagonal so zu platzieren, dass Lendl, der ja ein groß aufgeschossener Spieler ist, nicht mehr herankam und verdienter Applaus des Publikums der etwa 15.000, 16.000 hier auf dem Center kommt. 15.30 und Connors merkt, dass er jetzt die Chance hat.
30 all. Out. Yes. Aber so kennt man den Connors seit Jahren. Das war nun wirklich ein glänzender Aufschlag. Schauen Sie ihn in die Ecke, auf die Rückhand. Und dann dieser Rückschlag. Wieder Spielball Connors. Advantage Connors. Out. Deuce. Ja, man möchte fast sagen, Wendelbank, aber bislang hat er sich immer noch hingeangelt. Mit ungeheurem Risiko sein zweiter Aufschlag, wenn der erste nicht kommt. Aber dann hat er nicht den Mut, genau weit genug vorzurücken, bleibt im Halbfeld stehen. Und das sind ohne Frage schwierige Bälle. Erneuter Aufschlagverlust für Ivan Lendl. 6:5 Führung für Jimmy Connors, der einfach frischer wirkt, der agiler wirkt als sein Gegenspieler. First service.
first service. Dean Love. Love. Einsatzbälle für Jimmy Connors. 40-15. Nach dem fünften Ass des Amerikaners. Sehr gut. Gefühlvoll von Lendl gespielt. Zwei Satzbälle abgewehrt. Beides Mal die Rückhand die Linie entlang. Advantage Connors. Nach einer Stunde und sechs Minuten gewinnt Jimmy Connors nach der Verwandlung des dritten Satzballes zu befreien, neue Kräfte zu gewinnen. Oder zumindest den anderen, nämlich Jimmy Connors, so müde zu spielen, dass er noch einmal in den Vordergrund spielen kann, so wie er es ja gemacht hat in Paris gegen John McEnroe, als er dicht am Rand an der Niederlage stand und dann doch gewann. Vierter Satz, 0 beide auf Schlag Lendl. First service. Ja, Lendl bleibt stehen. Von hier oben ist eine Beurteilung schwer, aber ich hätte ihn auch wohl gut gegeben. Wie dem auch sei. Second service.
Love 15. Entscheidung ist schwierig, das Ball war aus, 15 beide. Doppelfehler. 30 all. Der Front in Lenz, der bewegt sich. Er hat allerdings, glaube ich, vermutet, dass sein Ball raus gewesen sei. Der wurde aber gut gegeben zu seinen Gunsten. Das ist der Herr, der diese Entscheidung gemacht hat, eben nochmal mit den Handzeichen. Das Zeichen bedeutet, der Ball war gut. Ja, Lendl fragt, ob jemand ausgerufen habe. Der Schiedsrichter sagt nein, der Linie ist dann nein. Und nun fragt ein herrliches Bild, hat Lendl Connors gefragt, ob, sag mal Junge, warst du das, der da ausgerufen hat? Aber zumindest ist die Sache friedlich bereinigt. Der Punkt, er geht an Connors. 30-40. Ivan Lendl verliert sofort sein erstes Aufschlagspiel im vierten Satz. Thirty, love. 30-15. Thirty all.
40, knapp aus, dieser 30. Ball. Game, Connors. 2-0. Für Jimmy Connors gegen einen Ivan Lendl, der weit von seiner Bestform entfernt ist, der fast nur noch weite Bälle schlägt, der möglichst wenig Kraft aufwendet, sich wenig bewegt und nun 0-2 hinten liegt. Love 15. Aus. Love at 30. Und ein Doppelfehler, ein Aufschlagverlust, 2-0. Das sagt alles über die momentane Verfassung von Ivan Lendl. Er scheint am Ende zu sein. Ich habe gesehen, da ist er getroffen worden, der Balljunge, aber er lacht. Das kann manchmal ganz schön gefährlich sein, weil natürlich auch der Balljunge oder derjenige, der getroffen wird, zu dem Zeitpunkt damit eigentlich gar nicht rechnet. Kommt unerwartet und da sitzt natürlich eine ganz schöne Wucht hinter diesen Bällen. 40-30, Spielball zum 4-0.
Der geht aus. 4-0. Connors leads 4-4, fourth set. Quiet, please. Love 15. Ball war knapp im Aus, 15 beide. Der war ebenfalls aus. 30-15. Ja, Renzel hatte gedacht, der Aufschlag sei viel gewesen. War er aber nicht. Net. First service. No way. Ball was good. Ja, der Ball wird gut gegeben. Der Linienrichter hatte gesagt aus und der Schiedsrichter mag im Handgame entscheiden. Der Ball war gut. Da war Mike Connors der Sieger und heute hat es wieder zumindest bislang den Anschein. Entscheidung des Linienrichters gut, 30-0. Thirty-15.
40-15. First service. 5-0 for Jimmy Connors. Connors leads 5-1, fourth set. Und er spricht alles Quiet, für ihn. Please. Der jetzt die Möglichkeit hat, zum sechsten Mal das Wimbledon-Finale zu erreichen. Love 15. All. Doppelfehlerquote beachten inzwischen bei Ivan Lendl. Dreißig beide. Matchball für Connors nach dem Aufschlag. Nach 2 Stunden und 56 Minuten. Sie sehen Connors gar nicht mehr. So weit ist er aus dem Feld herausgetrieben. Und dann dieser Crossball unerreichbar für Lendl. Das war's. Spiel, das noch Sieg für Jimmy Connors. Mit 6-7, 6-3, 7-5 und 6-1. In einer Begegnung, die über weite Strecken absolut ausgeglichen war. Bis gegen Ende des dritten Satzes Ivan Lendl seine Schwächeperiode bekam, von der er sich nicht mehr erholen konnte. Heute siegt der Spieler, der mehr riskiert hat, der aktiver war, im Gegensatz zum Finale von Paris, womit Lendl der beständigere, der geduldigere Spieler gewonnen hat. Jimmy Connors ist zum sechsten Mal in einem Wimbledon-Finale. Sein Gegner wird später ermittelt in der zweiten Halbfinalbegegnung zwischen John McEnroe, dem Titelverteidiger aus den USA, und Pat Cash aus Australien. Über Verlauf und Ausgang des zweiten Halbfinalspiels informieren wir Sie in der ARD-Sportschau ab 23 Uhr. Das war's für heute Nachmittag aus Wimbledon.
Mit der Verbeugung vor der königlichen Loge von Jimmy Connors, dem Finalisten, und Ivan Lendl verabschieden wir uns und geben zurück nach Deutschland.